epische Fanfare von John Williams. Was ein Auftakt. Und damit ganz herzlich willkommen zu unserem wunderschönen Konzertabend mit dem WDR Funkhausorchester. Ich bin Tamila Kallert und ich nehme Sie heute mit auf eine Reise nach Griechenland, in eines der kulturreichsten Länder der Welt. Gerade diesen Sommer noch haben wir auf der Insel Rhodos gedreht, mit dem berühmten Hafen, wo einst der Legende nach der Koloss von Rhodos gestanden haben soll, diese über 30 Meter hohe Bronzestatue, die da dem Gott Helios, dem Sonnengott, geweiht war. Ja, das war eine tolle Zeit, denn wir waren noch vor den Bränden da und wir konnten endlich wieder reisen. Wir waren so beglückt, endlich wieder losziehen, endlich wieder mit den Menschen in Resonanz treten, endlich wieder los. Und die Griechen, die waren so glücklich, dass sie endlich wieder Gäste empfangen konnten. Die haben sich so gefreut, wir hatten eine wunderbare Zeit. Es ist ein wunderschöner Film geworden und den können Sie natürlich auch nächstes Jahr dann bewundern. Ja, Sie können sich denken, ich war natürlich schon mehrmals in Griechenland und ich bin immer wieder begeistert. Begeistert vom Essen natürlich, begeistert von den Menschen, begeistert von dieser Lebensfreude und auch von dieser entspannten Mentalität der Menschen dort, auch wenn es mal schwierig ist. Und diesmal habe ich herausgefunden, es gibt sogar ein Wort dafür. Das heißt Kephi, habe ich mir noch von griechisch Aussprache Kephi. Und Kephi heißt eigentlich sowas wie Ja zum Leben, Nein zum Stress, habe ich gedacht. Das ist genau mein Motto. Kephi, herrlich. Es gibt keine ganz konkrete Übersetzung im Deutschen, aber man muss sich das so vorstellen, das ist ein Zustand, wo ganz viele positive Gefühle zusammenkommen. Und das, ja, das wollte ich mir auf jeden Fall merken. Es ist ein Zustand, in dem man ganz entspannt ist, in dem man ganz im Hier und Jetzt ist und mit sich und der Welt zufrieden. Und genau dieses Gefühl, das wünsche ich uns für diesen heutigen Griechenlandabend. Kephi, das findet man auch irgendwann überall in Griechenland, in der Landschaft, in der Architektur, auch im Tanz und nicht zuletzt im Film. Der Film Never on Sunday ist eine griechische Liebeskomödie, manch einer von Ihnen kennt den vielleicht, aus den 60er Jahren. Die kurze Geschichte, ein Amerikaner versucht, eine schöne Prostituierte zu kultivieren. Das gelingt ihm zwar nicht wirklich, aber der Film hat einen Oscar gewonnen, und zwar für die Titelmusik. Und ich versuche es jetzt mal auf Griechisch. Tapaida tou Pireia heißt der Titel, zu Deutsch Die Kinder von Piräus. Und wenn es bei Ihnen jetzt noch nicht klingelt, dann kommt jetzt vielleicht gleich die Idee. Es wurde in viele verschiedene Sprachen übersetzt, dieses Lied. Und Sie kennen es vielleicht unter dem Ein Schiff wird kommen. Ach, das hören wir jetzt gleich in der Instrumentalversion mit dem WDR Funkhausorchester. Im Anschluss folgen noch zwei griechische Tänze von Nikos Skalkottas. Und so tauchen wir voll ein ins griechische Lebensgefühl mit ganz viel Leidenschaft, Temperament und Lebensfreude. Viel Vergnügen also mit dem WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Michael Ziel. Thank you.
Nikos Galgotas griechische Tänze. So, und jetzt machen wir eine kleine Zeitreise in die griechische Antike. Und zwar mit Christoph Willibald Gluck. Es geht in die Unterwelt zu Orpheus und Eurydike. Kennen Sie die Geschichte? Orpheus darf seine tote Geliebte aus der Unterwelt retten, aber nur, wenn er standhaft bleibt und sich nicht zu ihr umdreht. Als nun aber Eurydike droht, vor Schmerz über diese scheinbare Gefühlskälte des Orpheus zu sterben, da hält er es nicht aus, er wird schwach, er wendet sich ihr zu und Eurydike stirbt ein zweites Mal. Und das ist dann die Stelle, wo er so klagt, ach, ich habe sie verloren, was wir gleich hören werden auf Italienisch. Che farò senza Eurydice? Ach, ja, da geht ein Stöhnen durch den... Ah, italienisch richtig ausgesprochen? Gut. Man denkt mit, wie schön. Ja, das Gute ist, dass der Amor, bei den Griechen ja Eros, ein gutes Herz hat und den Selbstmord von Orpheus dann am Schluss verhindert und auch Eurydike wieder zu neuem Leben erweckt. Also ein glückliches Ende für die Liebenden. Wir hören jetzt gleich unsere Solistin des Abends, die griechisch-kanadische Sängerin Frances Pappas als Orpheus und im Anschluss dann mit einem ganz neuen Orchesterarrangement eines griechischen Volksliedes, das heißt Tsivaerimu. Richtig, Tsivaerimu, das klingt schon so, ha, auf Deutsch mein Schatz. Und da besingt eine Mutter ganz kummervoll den Zustand, dass sie ihr Kind in ein fremdes Land geschickt hat, weil er sie hofft, dass das Kind es da besser hat als das Leben, was sie ihm bieten kann. Es ist ein Lied voller Schmerz, voller Sehnsucht und voller Gefühl. Das WDR Funkhausorchester und unsere Solistin Frances Pappas.
Ich war uns in Zeit.
Gesungen von Francis Pappas gemeinsam mit dem WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Michael Thiel. Es gibt ja Menschen, die träumen von ewiger Jugend und Schönheit. Klingt auch für Sie verlockend? Dann nichts wie auf nach Zypern und da in einer Vollmondnacht dreimal um den Felsen der Aphrodite schwimmen. Denn genau an diesem Ort, in der Nähe der Küstenstadt Paphos, soll sie zum ersten Mal aus den Fluten des Mittelmeeres aufgestiegen sein, die Göttin der Schönheit, der Liebe und der Lust. So zumindest die Legende. Ich weiß nicht, hat das schon mal jemand von Ihnen ausprobiert? Wäre jetzt spannend, so einen Erfahrungsbericht zu hören.
Ich habe das auch noch nicht getan, aber man muss sich das mal klar machen. Es ist ja nicht nur sportlich, um diesen Felsen dreimal rumzuschwimmen. Man muss es auch nachts tun, gut, bei Vollmond. Es sollte auch sonntags sein. Und dann hat man mir gesagt, ist es aber so, bringt 30 Jahre jünger. Also sollten wir uns vielleicht noch mal überlegen, irgendwann. Auf Zypern spielt auch die Operette Die schöne Galatee von Franz von Suppé. Da verliebt sich der Bildhauer Pygmalion in seine eigene Statue. Und auf sein innigliches Flehen hin erbarmt sich die Liebesgöttin Venus, bei den Griechen Aphrodite, und erweckt diese Statue zum Leben. Das entwickelt sich aber zum Pech für den Bildhauer, denn anstatt dass sich die schöne Galatee nun nur ihm zuwendet, entwickelt sie sich zu einer hemmungslosen Nymphomanin. Oh, wilde Geschichte. Auch in Beethovens Ballett Die Geschöpfe des Prometheus haucht der junge Titan Prometheus mit einer himmlischen Fackel zwei Tonstatuen Leben ein. Viel Spaß also jetzt mit den Ouvertüren zu Suppés Die schöne Galatee und Beethovens Die Geschöpfe des Prometheus. Thank you.
Das WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Michael Ziel. Und noch ein Applaus. Herrlich. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor. Weiße Sandstrände, eingebettet in beeindruckende Felslandschaften. Ein Tag am Wasser, vielleicht auf einer Liege, ab und zu mal eintauchen ins azurblaue Meer. Das Ganze vielleicht sogar zu einem Schnäppchenpreis, all inclusive und vor allem auf der legendären Insel Kaalo Kairi. Kennen Sie nicht? Kein Wunder, die Insel gibt es nämlich auch gar nicht. Das ist eine rein fiktive Insel, die allerdings als Schauplatz für die Verfilmung des Musicals Mamma Mia diente. Eine Reise dorthin ist allerdings trotzdem möglich, denn in Wirklichkeit wurden die meisten Filmszenen auf der griechischen Insel Skopelos gedreht. Und die gibt es ja nun wirklich.
Das kann ich auch bezeugen, denn ich verbinde meine allerersten Reise-Kindheitserinnerungen mit dieser wunderschönen griechischen Insel. Es ging alles los mit einem VW-Bus. Ach, für mich bis heute Gefühl von Freiheit und Abenteuer. Schon das Packen, hinten die Kinder, vorne die Eltern, dann der Hund, der immer Angst hatte, dass er nicht mitgenommen wird und sich immer schon in das Auto reinsetzte, damit man auch ja nicht vergisst. Und dann auf die Fähre und dann mit der Fähre auf die Insel und dann ein schönes Plätzchen irgendwo am Wasser suchen, freistehen. Morgens früh habe ich meinem kleinen Bruder das Schwimmen beigebracht. Ganz entspannte Stimmung. Wir hatten noch Freunde dabei. Ich weiß noch, die Männer sind dann tauchen gegangen, mit der Harpune losgezogen. Und eines Abends hieß es dann so, heute gibt es Oktopus. Gut, wir waren alle sehr gespannt und wir haben gewartet und gewartet und gewartet. Die Griechen würden wahrscheinlich sagen, siga, siga, langsam, langsam. Es wurde Abend, es wurde Nacht, es wurde dunkel, der Oktopus war immer noch nicht parat. Irgendwann hieß es so, jetzt ist es dann soweit. Und wir saßen am Teller, wir haben da so reingepiekst, wie eine Schuhsohle. Zäh, unglaublich. Seither wissen wir alle, man muss den Oktopus vorher so ganz weich klopfen, bevor man ihn überhaupt essen kann. Aber zum Glück gab es ja auch bei uns da diese schönen griechischen Vorspeisen, Mese. Oh, wir sind alle schön satt geworden. Es war trotzdem ein sehr netter Abend, der mir aber in sehr lebendiger Erinnerung geblieben ist. Ja, das waren schöne Tage auf Skopelos mit ganz viel Leichtigkeit, mit ganz viel guter Laune und Lebensfreude, mit Kefi eben. Um die Liebe geht es dann auch in dem Stück Kegome, Kegome. Auf Deutsch, ich brenne, ich brenne. Und Sie ahnen es schon, es ist eine ganz andere musikalische Stimmung. Es ist keine glückliche Beziehung, die hier besungen wird. Das Stück wurde eigentlich für einen Film komponiert, und zwar in dem traditionellen Rebetiko-Stil. Man nennt ihn auch den griechischen Blues, und Sie werden gleich hören, warum. Francis Pappas mit Kegome, Kegome und anschließend Mamma Mia.
Damit sind wir jetzt schon fast am Ende unserer musikalischen Griechenlandreise. Aber eine Station haben wir noch. Denn was wäre so eine Tour durch dieses wunderschöne Land ohne einen Stopp auf der größten griechischen Insel, auf Kreta?
Einer unserer Musiker hier, Janis, kommt von Kreta. Und ich denke mal, er würde wahrscheinlich behaupten, Kreta ist noch nicht nur die größte Insel, sondern auch die schönste Insel von Griechenland, oder? Könnte vielleicht sein. Eine meiner allerersten wunderschönen Sendungen und wunderschönen Reisen ging nach Kreta. Und ich weiß noch, wir wussten gar nicht, wo wir anfangen sollen. Denn das ist eine Insel wie ein kleiner Kontinent. Fantastisch, diese Küstenlandschaften mit Buchten und azurblauem Meer und dann das Landesinnere mit diesen grandiosen Bergwelten, teilweise über 2000 Meter hoch. Fantastische Serpentinenstraßen, dann immer wieder auch diese wilden Schluchten, durch die man fantastisch wandern kann. Die Kulturschätze, wir waren die ganze Zeit am Staunen. Dann diese kleinen netten Tapas-Bars, beziehungsweise, nein, Tapas heißt es ja nicht, es heißt Metze. Und das sind diese kleinen, schönen Tavernen, in denen man so nett einkehren kann. Einmal waren wir auch mittendrin zwischen 1000 Ziegen plötzlich. Und dann kam der Schäfer und sagte, so, ich lade euch auf einen Raki ein, vormittags um 9, egal. Da gibt's kein Nein, da heißt es Jammers und los geht's. Und es war einfach unglaublich gastfreundschaftlich. Eine ganz, ganz schöne Reise, die ich in guter Erinnerung habe. An einer Stelle erinnere ich mich auch, war ein ganz sympathischer Mönch, der nahm mich so beiseite und sagte, keiner darf diese Insel verlassen, ohne wenigstens eine Olive gegessen, ein Glas Raki getrunken zu haben, ohne mit den Menschen geredet, sich umarmt und getanzt zu haben. Und das habe ich versucht, mir zu Herzen zu nehmen. Auf Kreta spielt auch einer der erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten. Na? Genau. Alexis Sorbas. Sorba the Greek mit Anthony Quinn aus dem Jahre 1964. Ich sag nur, tada, tada, tada. Ach, herrlich. Kriegt mir doch sofort gute Laune. Das hören wir natürlich auch gleich. Es ist einfach eine wunderbare Geschichte, ein toller Film. In diesem Film geht es um Freundschaft. Es geht um die Freundschaft zwischen dem Vernunftsmenschen Basil und dem Lebenskünstler Alexis Sorbas, der seinen Gefühlen und Instinkten vertraut und ganz mit sich und der Welt im Einklang zu sein scheint. Am Ende der Geschichte, viele von Ihnen haben es sicher gesehen und erinnern sich, da gibt es ja nun wirklich viele Niederlagen und viele Irrungen und Wirrungen. Und am Ende tanzt Alexis Sorbas sich von allen Sorgen und Nöten frei. Er tanzt den Sirtaki, er lacht, er ist ganz im Hier und Jetzt. Also tanzen wir doch mit ihm und nehmen wir ein Stück von diesem Kephi, von dieser Lebensfreude, von diesem griechischen Lebensgefühl mit nach Hause. Ganz herzlichen Dank an das wunderbare WDR Funkhaus Orchester unter der Leitung von Michael Thiel. Ganz herzlichen Dank an unsere großartige Solistin Francis Pappas, Efharisto und Kalinichta. Danke und gute Nacht. Und jetzt, tada, tada.